Hey Leute und willkommen zurück zu KOTOR. Beim letzten Mal haben wir sämtliches Prestige erlangt, welches notwendig war. Und jetzt geht's los zur finalen Mission. Und dann schauen wir mal, wie wir sie daran hindern können, auf dem Jedi-Weg, dass sie den Meister umbringen will. Weil ich werde ihr garantiert nicht helfen. So, und jetzt muss ich mal eben schauen, ob ich da hinlaufen muss. Oder ob ich... Moment, wo ist denn das? Muss ich mit ihr reden? Ich glaube, wir reden erstmal mit ihr. Was macht ihr hier? Geht zu Uther und sagt ihm, ihr seid für die letzte Prüfung. Ach so, ich muss Uther Bescheid sagen. Alles klar, gut. Ich dachte, das wäre schon zwischen uns alles abgeklärt, aber anscheinend nicht. Meister? Ja, du benutzt bitte nochmal eben schnell ein Konstruktionskit. Auf das hier alles, gut mit Full Life. Ist so, da, Uther, da ist er doch. So, mein Freund. Bist du bereit für die Reise zum Grab des Nagasado? Es wird Zeit für die letzte Prüfung. Okay, was ist dieses Grab von Nagasado? Es ist das Grab eines alten Sith-Lords, des größten Lords der Sith von Korriban. An diesem Ort wird die Prüfung stattfinden. Der redet auch so leise, ne? Wobei handelt es sich bei diesem letzten Test? Du wirst um dein Leben kämpfen. Ich hoffe, du bist bei guter Gesundheit. Ja, ich habe ja eben extra das Konstruktionskit benutzt, ne? Also, ich bin bereit aufzubrechen. Dann lass uns gehen. Ja, lass uns das tun. Da rennen wir davon. Gut. Also, wir sind direkt da. Oh, wir sind direkt da. Wie schön. Am nächsten Tag bringt Uther dich und Uthera zum Grab des Sith Lords. Deine Gefährten dürfen dich nicht begleiten. Okay. Sehr gut. Wir sind bereit für die letzte Prüfung, junger Sith. Du hast jetzt das Recht zu erfahren, ob du einer von uns wirst. Das habt ihr tatsächlich. Dein Tun gefällt mir nicht, Uther. Was hast du vor? Gar nichts, mein Meister. Ich habe euch nur zugestimmt. Sollten wir jetzt nicht mit der Prüfung fortfahren? Ja. Dies, junger Mensch, ist das heilige Grab des Nagasado. Vor vielen Jahren entdeckten es Darth Malak und Das Revan. Du sollst in ihre Fußstapfen treten und zu der Sternenkarte tief im Inneren des Grabes vordringen. Dort wirst du unter anderem ein Lichtschwert finden. Das Lichtschwert ist dein Geschenk. Kehre damit zu uns zurück, denn deine Prüfung endet nicht in der Gruft. Seid hier sehr vorsichtig. Das Grabmal ähnelt den anderen in diesem Tal. Und viele alte Verteidigungsanlagen sind noch immer aktiv. Hast du alles verstanden? Bist du bereit für die Prüfung? Die Sternkarte finden, mit dem Lichtschwert zurückkommen. Ich habe verstanden. Lucera und ich erwarten deine Rückkehr. Neuer Tagebucheintrag. Okay. Tür zum Tal? Nee, das ist es nicht. Also, diese Tür. Auf ins Grab. So, wir müssen jetzt hier alleine durch. Das ist ja schon mal nervig. Aber was tut man nicht alles? So, jetzt noch einen normalen Schlag und dann ist der erste auch schon tot. Ich glaube, ich weiche mal auf die kritischen Schläge aus, weil gerade wenn ich alleine hier unterwegs bin, muss ich doch schon gucken, dass ich eine Möglichkeit ab und zu mal auf wen stunne. Die sind echt groß. Was? Der droppt was? Ne, der droppt nichts. Ich wollte gerade schon sagen, Tiere droppen doch nie was. Ich gehe erstmal die seitlichen Wege lang. Ich will ja natürlich alles erkunden, ganz klar. Menschliches Skelett. Datenpad. Was steht denn da drauf? So, einmal alles durchsuchen. Natürlich alles anklicken, ganz klar. Wir haben so viel Scheiß, ne? Ah, Tagebuch eines Sith, der es nicht geschafft hat.
Ich fürchte, ich muss über das Säurebecken in der Hauptkammer, um die Prüfung zu bestehen. Das könnte allerdings schwierig werden. Laut den Runen heißt dieser Obelisk die Feuersäule, der andere heißt Eissäule. Ich schätze, ich muss nur den richtigen Pfeiler wählen, um das Säurebecken loszuwerden. Feuer oder Eis? Erzeugt Feuer keine giftigen Dämpfe? Ich bin nicht sicher. Vielleicht wäre es besser, das Becken einzufrieren. Tja, darüber mache ich mir Gedanken, wenn ich die Terentatex hinter mir habe. Wenn. Na gut, jetzt oder nie. Okay, rein da. Ah ja. Hallo, Freunde. Okay, die halten eine Menge aus. Das könnte nervig werden. Aber ich habe ihn direkt gestunt, das macht's deutlich einfacher. So, und die ganzen giftigen Dämpfe, die hier ausstoßen, das kann mir alles redlich egal sein. Da ich ja meine super Maske habe, die schon so oft hilfreich war. Das glaubt man gar nicht. Schade, da hat ihm eigentlich Tritt verfehlt. Jetzt haben wir's. So, menschliches Skelett. Hast du auch noch ein Tagebuch dabei? Yep. Okay, das lesen wir dann auch nochmal, denn Texte helfen einem in diesem Spiel immer sehr. Also wirklich sehr. Da. Persönliche Tagebuch von Jedi. Da, ja, verfolgt. Fühle ich, das ist falsches. Dunkle Gedanken füllen meinen Verstand. Aha, also ein Jedi, der vom Weg abgekommen ist, weil er recht viel Hass empfunden hat. So, da ist ein Hebel. Da man in diesem Spiel auch spontan mal gerne stirbt. Oh, wir haben 98 Medikits. Davon nutzen wir doch mal eins. So, aktivieren wir den Hebel mal. So, was ist passiert? Man weiß es nicht. Ah, wir füllen den Raum mit Gas. Das kann mir ziemlich egal sein, tatsächlich. So, Feuersäule, Eissäule. Speichern wir mal. Wir benutzen mal die Eissäule. Spezielle Kältegranate. Ach so. Okay, schließen. Und was ist bei der anderen? Spezielle Feuergranate. Okay. Gut, dann nehmen wir das mal mit, würde ich sagen. Scheint, als hätten wir hier mit dem Seitenarm direkt den richtigen Weg erwischt. Das ist ja sehr förderlich. Müssen wir hier nicht mehrmals durchlaufen. So, nehmen wir erstmal noch den anderen Seitenarm. Was soll das denn? Hier geht alles, alles explodiert und überall kommt Gift raus. Das Grab hasst mich. Oh, was haben wir hier denn? Ein Computerterminal, aber zuerst mal wieder ein Skelett. So. Die Tür kriege ich wahrscheinlich nicht auf. Nein. Okay. Sieht aus wie ein Rätsel. Also links ist an. Gut, merken wir uns schon mal. Drei Säulen mit elektronischen Displays, die sind hinten. Vorsicht, einige Systeme sind sehr empfindlich, inkorrekte Umleitung, bla bla bla, um den zu öffnen müssen die folgenden vier Systeme auf der rechten auf die rechte Säule umgeleitet werden. Umleitung gefahrlos möglich, keine Gefahr der Überlastung. Mittleres Obersystem, Überlastung nach Umleitung auf eine Säule mit aktivem Obersystem. Okay. Mittleres Untersystem. System, gefahrlose Umleitung des Systems nur auf Säule ohne weitere aktive Systeme oder auf Säule mit aktivem Hauptsystem. Okay, Hauptsystem, Umleitung des Systems nur auf Säulen ohne weiteres aktives
System um über. Okay. Also bewege ein System. So, Moment. Erstmal auf die rechte Säule. Ach so, das ist das erste direkt. Okay. Linke Säule auf die Mitte. So, jetzt gehe ich nochmal kurz weg. Speichere nochmal, weil das ja bis jetzt richtig war. So, und jetzt bin ich mir nämlich nicht sicher. Ich würde ganz gerne... Ja, ist okay. Ein System von der... Von der rechten Säule. Ich will das nämlich auf die Mitte. Funktioniert das? Ja, okay. Also, die akzeptieren sich dann wieder. Genau, weil jetzt kann ich von der... So, ich will nochmal wissen, wie das funktioniert. Obersystem, mittleres, also gefahrlose Umleitung nur auf Säule ohne weiteres aktives System oder auf Säule mit aktivem Hauptsystem. Okay. Hauptsystem. Okay, von der linken Säule. Nee, das macht keinen Sinn. Moment, ich kann das gelbe Dingen nur bewegen, wenn das blaue schon woanders ist. Und ich kann das gelbe aber jetzt bewegen, ohne dass... ist das doof. So, Moment. Geht das? Okay, das funktioniert. So, ich muss noch mal, muss das nochmal durchlesen. Und zwar ist wichtig... So, nur auf Säule ohne das aktive oder auf Säule mit aktivem Hauptsystem. Ohne weiteres System. Okay. So, von der mittleren Säule auf die rechte Säule. So, jetzt muss ich nochmal eben schnell aufhören. Einfach damit ich speichern kann, das ist ganz wichtig. Von der linken Säule auf die rechte, funktioniert das? Nee. Okay, Moment, also aufhören, laden. Dafür haben wir das ja. Okay, von der mittleren Säule auf die rechte, das funktioniert auch nicht. Laden, bitte. Oh. Er hat das jetzt über... Verdammt. Okay, nochmal. Nochmal. Wir kriegen das hin. Also. Das obere kann man so machen, wie man will. Das mittlere... darf man nicht dahin tun, wo das rote ist. Okay. Gut, bedeutet rot auf mittlere, grün dann dahin, dann rot wieder dahin, grün dahin. Okay, Moment. Versuchen wir es mal. Also, erstmal, wie war das jetzt? Auf die mittlere Säule. So. Von der linken Säule auf die rechte Säule.
von der mittleren Säule auf die rechte Säule. Von der linken Säule auf die mittlere Säule. Von der rechten Säule auf die mittlere Säule. Von der rechten Säule auf die mittlere. Nein. Okay. Ups. Langsam hat's keinen Bock mehr. Gut, schnell speichern, laden bitte. Ha. Okay. Also. Ich lese es mir nochmal durch. Einfach nur, also, Obersystem kann man einfach so. Ja, das kann man nur, wenn das obere funktioniert. Gefahrlose Umleitungssystem ist nur auf Säule ohne weitere Systeme oder auf Säule mit aktivem Hauptsystem. Umleitungssystem ist nur auf Säule ohne weitere aktive Systeme. Okay. Von der linken Säule auf die mittlere. Von der linken auf die rechte. So. Jetzt kommen wir wieder zu dem Problemchen. Von der mittleren auf die rechte. Von der linken auf die mittlere. So, und das untere Hauptsystem. Ohne weiteres System. Okay. Bedeutet von der rechten auf die linke und nochmal von der rechten auf die nein. Okay, ich darf nicht direkt laden. Schade. Unpraktisch. Ja, Leute, tut mir leid, dass das gerade so lange dauert. Entweder stehe ich auf dem Schlauch oder das ist gerade tatsächlich nicht so einfach. Also. Machen wir es nochmal. Von der linken Säule auf die mittlere. Das geht ja ohne Probleme. Von der linken auf die mittlere. Ach nee, andersrum. Upsala. Ah, wie ungünstig, dass das jetzt immer direkt kaputt geht. Oh Mann, oh Mann. Das heißt, wir müssen einen irgendwie frei halten. Von links auf rechts. Von Mitte auf rechts. Von links auf Mitte. So, und jetzt möchte ich es mir nochmal durchlesen, nur um sicher zu sein. Also, das kann man einfach so machen. Okay. I see. Also, von der rechten auf die mittlere. Von der rechten auf die linke. Von der linken. Nee. Aktion abbrechen. Ah, das ist alles. Tiefen Obersystem.
so, Moment. Haha. Von der mittleren auf die rechte. Von der linken auf die mittlere. Von der rechten auf die mittlere. Haha, jetzt langsam von der linken auf die rechte. Von der mittleren auf die linke. Von der mittleren auf die rechte. Von der mittleren nochmal auf die rechte. Scheiße. Wir waren so weit. Nein. Nein. Okay, die Folge, jetzt mein Ehrgeiz wurde geweckt. Wir machen die Folge so lange, bis ich das geschafft habe. Also, von der linken auf die mittlere, ja, von der linken auf die rechte, so, von der mittleren auf die rechte, von der linken auf die mittlere, von der rechten auf die linke. Von der rechten auf die mittlere. Von der linken auf die mittlere. Von der linken auf die rechte. Von der mittleren auf die linke. So, jetzt höre ich kurz auf. Speicher das. Damit wir den Schritt hier nicht wiederholen müssen. So, von der mittleren. Nee, nochmal. Moment, Moment. Jetzt bin ich mir gerade wieder nicht sicher. Ich komme durcheinander. Überlastung mit aktivem Obersystem. Okay. Da ist ja kein Obersystem rechts. Beziehungsweise, nee, warte mal, links nach rechts. Mitte auf links. Rechts auf links. Mitte auf rechts. Auch noch mal eben schnell speichern, damit uns die Decke nicht einstürzt. Und von der linken auf die mittlere, von der linken auf die rechte und von der mittleren auf die rechte. Oh, meine Fresse! Alter, was war das denn bitte? Okay, Leute, speichern, schnell, schnell! Leute, das war's dann auch von diesem Part von KOTOR. Ich hoffe, dieses Rumgerätsel hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen und bis zum nächsten Mal bei KOTOR. Bis dann.